Herzlich willkommen zu der Mariengarten Talkshow. Unser heutiges Thema ist, wie erobert man ein Mädchen? Dazu haben wir einige Spezialisten befragt. Ich bitte Chantal auf die Bühne. Chantal, herzlich willkommen. Hi. Chantal, wie sollte der perfekte Mann für Sie aussehen? Also, er sollte Geld haben. Das ist für mich sehr wichtig. Ich brauche natürlich immer neue Klamotten. Und die Schminke darf mir ja auch nicht ausgehen. Das Aussehen ist mir sehr wichtig. Ah, ich sehe, wir haben eine Publikumsfrage. Und was, wenn er ganz dumm ist? Ja, umso dümmer, umso besser. Dann bekomme ich noch mehr Geld von ihm. Vielleicht ist unser nächster Befragter ja etwas für Sie. Ich bitte Borat auf die Bühne. Borat, was sagst du zum Thema, wie erobert man ein Mädchen? Ich muss kein Mädchen erobern, bei mir steht es eh schon Schlange. Schau mal meinen perfekten Körper an. Und wie sollte das perfekte Mädchen für dich sein? Genau gleich aus wie ich, aber nur in weiblicher Form. Gleich wie du? Was soll das heißen? Toller Buddy, einfach nur chillig. Oje, dann wird die nächste wohl nichts für dich sein. Ich bitte Lucia auf die Bühne. Herzlich willkommen, Lucia. Hallo. Lucia, wie sollte der perfekte Mann für Sie aussehen? Der perfekte Mann muss erstens sympathisch sein, zweitens humorvoll, dann ist mir das Aussehen egal. Und nicht so ein arrogantes Ego. Ich sehe gerade, wir haben eine Publikumsfrage. Was wäre, wenn er total hässlich wäre? Wäre es Ihnen egal? Schönheit ist vergänglich, aber die inneren Werte bleiben. Prinz Charming, Sie sind der Nächste auf der Bühne. Herzlich willkommen. Prinz Charming, wie erobert man ein Mädchen? Also man muss ja charmant sein, so ein Kavalier und manchmal die Tür aufhalten und dann manchmal kleine Geschenke machen. Natürlich haben wir wieder eine Publikumsfrage. Hast du nicht Angst, ausgenutzt zu werden? Gute Frage. Wie würden Sie darauf jetzt antworten? Ja, ich überlege mir die Wahl der Mädchen schon eigentlich sehr genau und da habe ich eigentlich keine Angst, ausgenutzt zu werden. Ich frage mich, was Sie zu unseren nächsten Befragten sagen werden. Mary, bitte auf die Bühne. Mary, wie sollte man Ihrer Meinung nach ein Mädchen erobern? Ein Mädchen erobert man, indem man mit ihnen auf Partys geht. Und einfach mal die Sau rauslässt. Und wie sehe der perfekte Mann für Sie aus? Der perfekte Mann? Der soll einfach nur spendabel sein. Oh, ich sehe gerade, wir haben eine Publikumsfrage. Ich finde es nicht in Ordnung, dass du so wenig Respekt vor dir hast und so viel Haut zeigst. Oh, das wird jetzt aber heftig. Was antworten Sie darauf? Na und? Ich zeige halt, was ich habe. Und wenn es dir nicht gefällt, dann musst du es ja nicht ansehen. Also, Sie sind sehr selbstbewusst. Gehört dazu. Der nächste wird Sie wahrscheinlich alle ins Staunen versetzen, meine Damen und Herren. Da sitzt die moderne Ausgabe der Maria Magdalena. Grüß Gott, Adam. Grüß Gott. Adam, was sagen Sie zum Thema, wie erobert man ein Mädchen? Also für mich ist es wichtig, das Mädchen mit meinem biblischen Wissen zu beeindrucken. So wie es im dritten Gebot steht, soll es jeden Sonntag mit mir in die Kirche gehen und jedes Tischgebet auswendig kennen. Denn mit Gott an meiner Seite werde ich alles schaffen. Markus Evangelium Kapitel 4, Absatz 13. Und wie sollte Ihrer Meinung nach das perfekte Mädchen aussehen? Es soll gepflegt und ordentlich sein. Und wenn wir in die Kirche gehen, dann soll es immer ein schönes Kleidchen tragen. Sehr schön. Ich würde sagen, bekanntlich ziehen sich Gegensätze an. Vielleicht wäre unsere nächste Befragte ja etwas für Sie. Ich bitte Sarah auf die Bühne.
Sarah, was sagen Sie zum Thema, wie sollte man ein Mädchen erobern? Ein Junge muss für mich intelligent sein und an Wissenschaftswettbewerben teilnehmen. Die Brille zeigt mir, dass er sehr intelligent ist. Und Geld für Bücher muss er natürlich auch haben. Tja, für Bücher gebe ich sicher kein Geld aus. Adam, wäre denn nicht was für dich? Vielleicht. So einer, der noch an die Bibel glaubt und nicht an die Evolution, kommt mir gar nicht ins Haus. Ob der Nächste die Bibel kennt, weiß ich nicht genau. Aber er hat sicherlich etwas Interessantes zu sagen. Jack, auf die Bühne. Herzlich willkommen, Jack. Nein. Jack, was haltest du von Mädchen? Ich liebe Mädchen. Ich würde sehr gerne eine Freundin haben. Aber aus irgendeinem Grund mache ich immer alles falsch. Wenn ich mit Mädchen schreibe, 5 Minuten später werde ich blockiert. Vielleicht, weil ich sie so voll schreibe. Aber ja, kann nichts machen. Wir haben hier ja eine große Auswahl an Mädchen. Würde dir denn da eine gefallen? Ja. Und wer wäre das? Ich süße. Interessiert? No way. Da nehme ich lieber den Kirchenputzi. Ach, wie die Zeit doch vergeht. Nun, bin ich sehr gespannt auf Ihre Antworten. Ich möchte jetzt von all Ihnen wissen, wie sehen Sie sich in 10 Jahren? Chantal, bitte beginne. Also in 10 Jahren werde ich mit einem Ölscheich verheiratet sein, habe keine Kinder, die kosten natürlich Geld und bin Milliardärin. In 10 Jahren werde ich massenhaft von Frauen haben und einen schönen Ferrari und eine kleine schöne Villa. In 10 Jahren bin ich natürlich verheiratet und habe 3 Kinder, Marc, Sophie und Paul. Also ich bin ganz sicher ein Hausmann, der zu Hause für Ordnung sorgt und putzt. Und meine Frau bringt mir natürlich das Geld nach Hause. Ich werde nicht heiraten. Ich werde noch im hohen Alter die Sau rauslassen. Also ich weiß nicht, ob ich in 10 Jahren die perfekte Frau gefunden habe. Ich habe beschlossen, das Mönchgelübde abzulegen und ins Kloster zu ziehen. In 10 Jahren bin ich das schlauste Mädchen auf der Welt. Ich habe schon einen Nobelpreis für Physik gewonnen und den 2. in Mathematik. In 10 Jahren werden Massen von Frauen vor meiner Tür stehen und nur darauf warten, bis ich die Tür aufmache. Schön, schön. Super. Das war wieder mal eine tolle Folge Mariengarten Talk. Wir hatten spannende Antworten. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und seien Sie das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Mariengarten Talk. Immer mit Ihrem Johnny Haribo. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich soll eine Hand aufheben. Nochmal. Oh, er schläft da hinten. Toller Buddy. Einfach toll. Toller Buddy. Voll toll. Na. Toller Buddy. Lässig. Toller Buddy. Einfach nur chillig. Okay. Na, ich soll einfach antworten. Ja, okay. Schönheit ist vergänglich. Sympathisch und humorvoll. Zweitens, humorvoll. Und das Aussehen, egal, das kommt mir einfach das nicht. Das Aussehen. Prinz Charming, wie sollte... Entschuldigung. Prinz Charming, was... was geht? Wieder! Also ich will... Noch einmal? Also Mädchen, schon sehr genau. Und... Oh, schon wieder eine Publikumsfrage. Aha. Okay. Sehr gute Frage. Was würden Sie darauf antworten? Ich weiß es Frage nicht. Oh, natürlich haben wir wieder eine Publikumsfrage. Das wird hier aber heftig. Oh, ich sehe gerade, wir haben eine Publikumsfrage. Oh, das wird jetzt aber brutal hier drin. Was werden Sie darauf antworten? Und jedes Tischgebet auswendig wissen. Dann mit Gottes Hand. Hannes. Ah, Entschuldige, Adam. Hannes. Na, bitte, was geht denn? Und wie sieht das perfekte Mädchen für dich aus? Haben wir da irgendwas? Ja, improvisier. Ey, Süße. Interessiert? No way, dann nehme ich lieber den Kirchenputzi.
Wir haben hier ja eine sehr große Auswahl an hübscher Frauen und Mädchen. Würde Ihnen denn da eine gefallen? Entschuldigung. Und wer wäre das? Ey, Süße. Ey, Süße. Jack, wir haben hier ja eine sehr große Auswahl an... Wir haben hier ja eine sehr große Auswahl... Entschuldigung. Jack, wir haben hier ja eine sehr... In 10 Jahren werde ich mit einem Gottschalk ver... In 10 Jahren werde ich mit einem Ölscheich verheiratet werden. Ich werde mich nicht binden lassen. Aber das klingt so blöd. Also ich weiß nicht, ob ich in 10 Jahren das perfekte Mädchen, Frau, gefunden habe. Und einen in Mathematik. In 10 Jahren werden... Schön, super. Wir hatten spannende Antworten. Wir wünschen Ihnen noch einen... Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Mariengartentag. Kommen Sie gut ins Wochenende. Tschüss.